So, und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Heute mal in Hamburg unterwegs, denn mir wurde zugetragen, dass ich Hamburg Hafen City noch nicht einmal hier gezeigt habe. Schande über mein Haupt, sage ich dazu nur, denn das ist natürlich ein tolles Add-on und das wollen wir uns dementsprechend heute mal anschauen. Auf der Linie 111 mit dem Hybridbus von Hamburg, den Volvo VH, keine Ahnung. Das müsste ich jetzt echt lügen, das weiß ich wirklich nicht. Normalerweise steht das immer dran. Toll, danke Volvo. Volvo lässt mich mal wieder hier mega im Stich. Oh, ich weiß nur, dass es irgendwas mit VH war. Mann, weißt du, da wollte ich mal jetzt hier so ein auf vollwissend machen und dann geht das nicht auf. So, auf jeden Fall sind wir heute in Hamburg unterwegs und ich dachte mir so, okay, das schaffen wir hier so ein bisschen. Wir wollen uns das Add-on mal angucken. Und wie gesagt, das ist ein kostenpflichtiges Add-on, welches, glaube, wenn mich die alles täuscht, 25 Euro kostet bei Steam und glaube im Aerosoft Shop könnt ihr euch das dementsprechend auch noch kaufen. Und ja, von daher würde ich sagen, Abfahrt ist 6.23 Uhr oder sowas. Wir steigen mal ein und das Ganze natürlich heute wieder mit unserer heißgeliebten Track IR. Coole Sache und von daher würde ich sagen, an damit. Aber dass ich das echt noch nicht gespielt habe, das kann ich gar nicht nachvollziehen. So, allerdings ist jetzt hier das Problem. Ich müsste jetzt echt jetzt an den Sensor ran, damit der ranzoomt. Das funktioniert natürlich nicht, also muss ich das leider so machen. Nein. Dienst anmelden natürlich. Erstmal PIN 1506. So, und 22, ja, das ist korrekt. So, und hier haben wir die 22102. Und, stimmt das? Shanghai Allee? So, stehen wir jetzt hier? Wir stehen hier falsch. Das ist nicht der Plan, den wir brauchen. Den können wir leider mal wieder beenden. Normalerweise. Hä, wo fangen wir denn jetzt an? Warte mal, jetzt muss ich leider mal gucken. Bahnhof Altona, nö. Irgendwie ist da was gerade schief gegangen. Bahnhof, Anfang Bahnhof Altona, Pause 3 nach Shanghai Allee. Das ist das. So, jetzt machen wir es nochmal. Dienst anmelden, Hauptmenü. Ja, das geht wieder richtig, richtig gut los hier. Oh, gib mir doch das Menü, Alter. Ja, das ist hier. Stimmt, das war ja das hier wieder. Linie ändern. So, zwei. Nein. Oh, Gottes Willen. So, 22. 102. Ach so, das heißt Richtung Shanghai Allee, ne? Oh Gott, bin ich bescheuert. Der Volvo 7100H ist das natürlich. Ich wusste es doch. Ich hab's doch gesagt die ganze Zeit. Altona, Shanghai Allee, der zeigt dir, ja, Übersicht an Ende des Ziels, Umlauf ändern, musst du drücken. Ja, jetzt haben wir ja alles noch hinbekommen. Bio ist heute nicht ganz bei der Sache. Es tut mir leid. Schande. So, ich habe Game of Thrones zu Ende geguckt und muss sagen, ich bin mega enttäuscht. So, 23 Minuten 20. Spuren wir das Ganze mal vor. 29. Haben wir noch 3 Minuten. Passt. Wenn wir uns mal ein bisschen hinsetzen hier. So. So, einen wunderschönen, wunderschönen, wunderschönen. Schande über dein Haupt.
Ja, so steckt ihr jetzt nicht ein? Oh Gott, ja. So, jetzt. Morgen. Moin. Ich habe noch mal geschaut. Du hast wirklich noch keine Altona gezeigt. Echt nicht? Das ist ja krass. Okay, denn ich glaube, dann habe ich bestimmt noch das ein oder andere Addon bestimmt auch noch nicht gezeigt. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Ich habe sogar schon Gladbeck gezeigt, ja, also Metropole Ruhr, ja, also dass ich dann Hamburg nicht mehr gezeigt habe. Aber wir hatten Hamburg definitiv aber in der Dings, in der Leitstellenfahrt. Da hatten wir zumindest Hamburg gezeigt gehabt. Aber dass ich das noch nicht im Let's Play hatte, das ist natürlich ein bisschen heftig. Hallo, mach doch mal. Oh, jetzt macht er keinen Screenshot oder was? Jetzt macht er 20 Screenshots. Oh, mein System ist scheinbar heute ein bisschen zu heiß. Der will heute auch nicht mehr. Der sagt sich auch heute auch, komm, Alter, leck mich am Arsch. Ja, wundervoll. So, wir warten noch ein bisschen. Vielleicht will ja noch der ein oder andere Fahrgast hier mit reinspringen. Und dann geht's los. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Aber cool. Naja, umso besser, so können wir Hamburg mal hier schön an Tracker R zeigen. Das finde ich eine coole Sache. Von daher. Ja, wenn es dem einen und dem anderen natürlich nicht passt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Tracker R jetzt toll findet oder nicht. Es ist nämlich für mich immer so, ich versuche immer das Bestmögliche aus diesen Projekten rauszuholen, aus meiner Lieblingsprojekte. Also sei es Homsi, sei es Lotus oder sogar der Train Simulator. Ja, dann schreibt das auch in die Kommentare. Ich hätte gerne so das richtige Feeling, ja, dass man sich halt so wirklich, wenn man dieses Video sieht, so geil, guck mal hier, das ist doch cool, ja, das ist mal was keiner hat. Und genau so soll es ja sein. Man muss sich ja irgendwie von der anderen Masse ja irgendwie so ein bisschen abheben, ne? Immerhin sind wir zwar Kollegen und alles sowas, ne? Aber Konkurrenz ist Konkurrenz. Und dementsprechend muss man halt mal so ein bisschen gucken, dass man sich irgendwie von der anderen Masse natürlich so ein bisschen abhebt. Das ist auch eine Gewöhnungssache, ja, dass der halt immer ausgeht. Hattest du schon Linie 109? Stimmt, Tag und Nacht. Alter! Ich weiß nicht, was jetzt los war. Ich habe doch nur ganz normal gebremst. Die Hupe war. Die ist schon ein bisschen lächerlich eigentlich. Also wenn ich das höre, denke ich immer so, da würde mich doch ein bisschen verarschen. Oh, wo muss ich jetzt lang? Links oder rechts? Über Eibberg oder über Behnstraße? Warte mal, zeigt er mir das hier an?
Rechts, rechts lang. Okay. Danke, Phasus. Eibberg, Elbberg, keine Ahnung. Ist das noch meine Tür offen? Hallo? Geht alles schief heute. Deine Türen sind offen. Es ist ein Horror-Let's Play heute. Ach. Ich muss sagen, ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen, dass mir einfach um sie einfach komplett. Hat keine Lust mehr gehabt. Bisschen Frischluft, naja, sage ich mir auch immer, ne, bei 33 Grad. Moin. Jetzt bist du. Im Albtal, schreibt der Phasus. Der Berg ist nach dem Fluss Elbe benannt. Also jetzt sind wir im Albtal, ja. Schreibt der Phasus zumindest. Wie gesagt, er hat ja Ahnung hiervon. Ich habe doch da. Ich fahre immer nur einmal im Jahr immer in Hamburg durch. Das reicht mir dann meistens schon immer für den Ausflug in Hamburg. Ja, wenn du die ganzen Baustellen siehst, ja. Und die Cars in Hamburg. Ich meine, Berlin ist natürlich nicht besser. Aber so im Großen und Ganzen. Hamburg macht absolut keinen Spaß, Auto zu fahren. Wirklich nicht. Das Albtal ist übrigens auch nach der Elbe benannt. Naja. Macht Sinn irgendwo, ne?
Moin! Es geht. In Hamburg gibt es zwei. Elbarme. Du fährst entlang der Nordelbe an der Landungsbrücken und am Rödingsmarkt vorbei. Vielleicht sollte Phasus so Touristenführer werden. Ich glaube, das wäre so sein Style. Fängt schon am Monitor. Und vorher fährst du noch über die Reeperbahn und an der legendären St. Pauli-Wache vorbei. Jetzt kommt der Fischmarkt, deshalb gibt es sonntags auch die Umleitung, weil die Straßen dann gesperrt sind. Ja, das hast du wunderbar aus dem Dings rausgelesen. Aber sind die denn wirklich ganztags sonntags oder sind die bloß für einen halben Tag? Was ist denn jetzt schon wieder? Die sind am Rumheulen hier wieder. Was denn? Also. Ich war schon so sachte, wie ich kann hier. Ich bin mehrmals im Jahr in Hamburg. Ah, okay. So, allerdings werden wir jetzt mal hier, weil ich jetzt keine Lust habe, jetzt hier Stunden immer zu warten. Das ist halt so ein bisschen wie ein Standbild. Berlin und Hamburg sind jedes Jahr meine Trainspotting-Ziele. Ah, okay. Ach, ja.
Das ist so immer so dieses Omsi-like, so überhaupt nicht mehr. So, da bin ich selber schon lang. Links ist die große Freiheit. Ah, okay. Pauli-Wache, ja. Jetzt kommen Landungsbrücken rechts mit dem alten Albtunnel. Ja, jetzt warten wir natürlich nur auf unsere Phase.
Ja, moin. Die 111 ist übrigens sowas wie die 100 in Berlin. Links die U-Bahn-Station, Landungsbrücke, dort hält die U3. Ja, ich glaube, das hat er gerade angesagt, oder? Nicht? Übersehen sehen wir nichts. Ja, ist Hamburg. Warum macht ihr keine Touristen-Videos? Wäre mal eine gute Idee, in der Tat. Meinst du? In Hamburg und in Berlin kenne ich mich gut aus. In anderen Städten ist das schwieriger. Na, da machst du, konzentrierst dich halt auf Berlin und Hamburg. Ist doch auch nicht verkehrt. Genau, jetzt kommt noch mal ein Radfahrer hier, weißt du? Also mit Basecamp ist es schon echt warm, ja, das ist ja Wahnsinn. Mein Gott, eine rote Ampel nach der anderen, wirklich. Jetzt fährst du gleich an die Speicherstadt und an der Elbphilharmonie vorbei. Ampelschaltung wie in Berlin. Ja, ich zieh das immer magisch an, ey. Immer diese roten Ampeln, die muss ich immer anziehen, ja.
Ja, einen wunderschönen. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Ey, ernsthaft, wirklich. Stadt hasst mich einfach. Sie hasst mich. Sie hasst mich im realen Leben und sie hasst mich in Omsi. Das ist sehr unglaublich. Wie eine Stadt einen so hassen kann. Ey, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich ziehe das Pech heute an. Das ist absolut, absolut nicht mehr nett. Absolut nicht mehr nett. Aber das ist schon cool hier. Das fühlt sich schon zum Teil an wie VR, ja? Also. Es ist immer noch mein neues Spielzeug hier, ne? Testen und testen. Hier muss man testen. Oh, ist der rot. Aha, ja, wirklich? Dachte, wäre mal grün, das wäre mein Highlight. Morgen, morgen. Hallo. Eine grüne Ampel. Hype! Ist denn heute schon Weihnachten oder was? So, wir nähern uns auch langsam unserem Ziel. Dann ist die Fahrt auch schon wieder zu Ende hier in Hamburg. Dann haben wir es endlich geschafft, dass wir auch endlich uns mal Hamburg angeschaut haben. Mit dem Hybridbus. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ewig lang. Aber es hat doch keiner geschrieben. Das ist ja. Das ist der Phasus, da mal so ein bisschen formiert hat. Ich hätte das jetzt auch echt vergessen, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke. Bisschen performance-lastig, finde ich, aber das ist wahrscheinlich auch wieder nur eine Einstellungssache. Wir kennen ja alle Omsi. Da muss ja jede Strecke eigentlich separat hier eingestellt werden. Und von daher. Macht sich schon Spaß zu fahren, auf jeden Fall. Also das muss man mal lassen. Aber Hamburg allgemein auch. Ja, Hamburg ist. Die Addons, die sind wirklich, wirklich super.
Oh, müsst ihr jetzt alle vor mir jetzt stehen hier? Ja, mal gucken, was denn die nächste Fahrt denn so mit sich bringt hier. So, Leute, das war's denn. Jetzt kommt die Endhaltestelle. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn euch das Ganze heute, euch heute gefallen hat hier in Omsi. Wie gesagt, nächste Leitstellenfahrt nicht vergessen, Leute. Denn wollen wir mal gucken, welches wir da fahren wollen. Ach, die Karte ist von Darius Bode? Ja. Das ist doch aber eigentlich eine gute Qualität. Weiß ich nicht, warum das Ganze denn so dementsprechend... Ja, Darius Bode ist ja natürlich auch an dem 9K, nee, Busmechanik-Simulator, glaube ich, beschäftigt. Und, ja. Weiß ich nicht. Da kamen jetzt schon wieder so ein paar Unruhen. Also, ich muss sagen, also, ich finde Hamburg Tag und Nacht war super. Da ist super. Hafen City ist auch genial, verstehe ich nicht. Darius Bode ist eigentlich ein, hat eigentlich einen guten Ruf. Verstehe ich nicht, warum das denn. Naja, dann wären es wahrscheinlich nur zwei, drei Leute gewesen sein und automatisch nimmst du es denn so auf, denn. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Es ging auf jeden Fall um das Thema Düsseldorf. Und der Bus, der dazu, das ist ja halt ein, eigentlich der Palmer-Bus sein soll. Und dieser Palmer-Bus, der kommt von Darius Bode. Verwechsel ich da jetzt sowas? Wahrscheinlich. Aber es soll mir eigentlich auch jetzt nicht, na, versteht mal, kann einem auch relativ egal sein. Also ich gebe eigentlich sowieso meistens nichts von Leuten, die halt über anderen Leuten herziehen. Man muss sich halt immer sein eigenes Bild machen. Ich selbst habe jetzt kein Problem mit Kevin Nitschmann. Ja, ich finde, seine Eltern sind okay. Ja, die Masse macht es halt in dem Falle.
Was jetzt zu dem realitätsnahen jetzt natürlich angeht, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Das ist nicht mein Bier. Ich wohne nicht in Wuppertal oder sowas, ja, um das jetzt so zu beurteilen. Und also von daher, aber ich mag halt, wie er baut, ist halt schon großflächig alles und sowas. Also man hat auf jeden Fall, wenn man Metropole Ruhr oder auch Wuppertal sich kauft, ordentlich was zu tun, ordentlich was zu fahren. Und eigentlich, wie gesagt, also bin ich da eigentlich einer der sehr wenigen, der wahrscheinlich da so viel immer rumzumeckern hat. Es gibt halt so das eine oder andere, wo ich dann anecke und anstoße, wo ich dann sage, so, oh, das hat mir jetzt so nicht gefallen. Siehe Obino-Familie. Aber sonst muss ich eigentlich sagen, gibt es bis jetzt nicht wirklich viele DLCs, wo ich jetzt sage, so absolut, das geht gar nicht. Also außer Mallorca. Aber sonst muss ich sagen, so die ganzen Add-ons, die ich jetzt, die bis dato jetzt hier für OMSI erschienen sind, die sind einfach. Man muss sie nicht haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so absolute Schrott-Add-ons, ja. Also das ist so meine Meinung. Aber wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Das ist jetzt nicht mein Bier. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so von Darius Bode hier gerne in die Kommentare posten. Schreibt es unten rein. Lasst es mich wissen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zu einer neuen Folge hier wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge OMSI hier auf diesem Kanal. Und damit verabschiede ich mich hier aus Hamburg. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.